Hey, herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir laufen im Garten, was so mehr oder weniger die Anschlussinstanz ist, die ihr nach Mirasch lauft. Das ist auch hier hinten der Porter, der zweite, der am weitesten nördlich, südlich, keine Ahnung. Ihr habt ihn gerade gesehen. Ihr könnt die Instanz theoretisch solo laufen, wenn ihr serverübergreifend geht und die andere Person passt. Das machen auch sehr viele. Serverübergreifend könnt ihr auch Gartenbonus laufen, das heißt die Instanz, die man täglich laufen kann. Ich sehe gerade, da möchte jemand noch mit Garten. Du kannst auch reden, man kann dich nur nicht hören. Ich habe nämlich hier tatsächlich einen Besuch. Der Einzige. Ja, aber wieso kann ich ihn nicht einladen? Ich kann dich nicht laden. Gut, dann erzähle ich weiter, was ich erzählen wollte. Was ihr für Gear benötigt, solltet ihr es solo machen wollen, ist auf jeden Fall eine vernünftige Waffe. Das heißt. Ah, okay. Katze auf dem Tisch. Vernünftige Waffe, also. Möglichst nicht Camper-Gear. Kannst du bitte aufhören, meine Katze zu ärgern? So, er ist da, wir können hier reingehen. Im Garten gibt es an und für sich nichts Schweres mehr. Es ist nur noch die Frage, wenn ihr jetzt eine Klasse seid, die sich nicht healen kann, ob ihr es in, naja, schafft, ohne euch zu healen. Deswegen die gute Waffe. Gut, hat zwar ein Anführungszeichen. Natürlich geben wir keinen Luna für den Shit hier aus. Die Quest, ihr müsst einmal eine Questreihe durchmachen. Danach bekommt ihr dann bei verschiedensten Sachen hier Cocktails und halt Bufffood. Innerhalb dieser Instanz können an zwei verschiedenen Stellen Schuko spawnen. Es kann sowohl der untrainierte Schuko, der ja pro Instanz immer einen einzigen spezifischen Deva-Skill pro Klasse hat und jede Instanz da unterschiedlich, ich weiß leider nicht welche, also bei allen Instanzen wer was ist, da mache ich vielleicht irgendwann auch mal ein Video zu. Auf jeden Fall könnt ihr hier Devanion-Skills kriegen. Oh, wow, wow, hey, yay, so super toll. Das müsste... oh Gott, hier, beim SM müsste Soul Thief sein. Hallo, dann machen wir es halt hinten. Wir haben zwar keine AOE, außer meine umfangreich, aber sollte auch egal sein. Na, es, solange er sich selber gegenhält, war jetzt ein bisschen unerwartet, dass er bis hier hinten durchgeht. Natürlich, wenn ihr in der Klasse seid wie SM, könnt ihr eigentlich auch durchlaufen, also es genauso machen und dann euch auch ein Schild ziehen und reingehen. Nachdem ihr den Gatekeeper gemacht habt. Denn erst dann öffnet sich das Tor. Idealerweise macht ihr nicht so einen Scheiß wie wir gerade und lootet die Mobs, damit ihr Potionbündel kriegen könnt. Was ich gerade erzählen... Okay, Michi geht die Porze. Was ich gerade erzählen wollte ist, es gibt den Untrainierten, der jetzt wird in SM, soweit ich es noch richtig weiß. Wenn nicht, steht es jetzt hier irgendwo angemerkt. Oder ihr werdet es selber merken, Soul Torrent gibt. Das heißt, den Seelenschuss, der den Cooldown auf eurem Dender-Skill, den ich gerade eben gemacht habe, reduziert. Das hier ist der Effekt von dem. Oder alternativ habt ihr nicht Soul Torrent, sondern ihr kriegt einen Trainierten. Der kann tatsächlicherweise jeden einzelnen Skill, den es gibt, enthalten. Jeden einzelnen Devanion-Skill. Was wir jetzt hier machen, entweder ihr gebt den halt bei dem ab oder, weil ich faul bin, mache ich hier Instant Report und gebt das bei den Quests ab. Wir haben zwei Orte, wo wir die Meldung für die Schuko kriegen können. Zeige ich gleich. Also ich hatte bisher erst an zwei Orten. Ich glaube nicht, dass noch ein dritter Schuko-Punkt ex... What? Geht mit dem... Wir laufen Marathon. Ich bin zu faul, ich nehme da kein Pot Bonbon für. Eventuell kriegen wir jetzt gleich hier eine Schokomeldung, wenn er dann einen gewissen Punkt passiert, der ungefähr hier vorne ist. Sieht aber stark nicht daraus aus, ob... Dann ist nämlich ein Schoko gleich in dem Flugbereich. Ich kann mal einblenden, wir hatten da schon zwei verschiedene Schokopositionen. Das war einmal oben auf einer Plattform und dann vorm Tor. Lauf weiter! Lauf weiter! Meine Güte. An und für sich ist das hier richtig. Ihr könnt ihr natürlich, wenn ihr keine Lust habt auf die Mobs, einfach
durchrennen. Jedoch ganz ehrlich, wir machen. Genau, ich glaube nicht, dass man dich gehört hat. Man kriegt hier China, man kriegt hier Pots, man kriegt hier Scherben, man kriegt hier Cash, Dude. Das heißt, an und für sich macht Mobs. Die sind halt instant tot. Ja, hier müsst ihr einen Flügel öffnen, ihr dürft nicht hier unten rauf, dann seid ihr, kriegt ihr sehr, sehr viel Schaden und seid dann nach kürzester Zeit tot. Ihr müsst dann zu diesem Tor hier hin. Wenn ihr die Quest macht, da vorne ist der Erdjoton, den ihr da machen müsst. Hier stand einmal einer von den Schukos und einmal auf der Plattform da drauf. Na, damit ich das jetzt nochmal im Video so physisch gezeigt habe. Ansonsten, wenn ihr dann das Garten-Game bekommen habt, dann jetzt auch demnächst auch noch Holy Tower als Video kommen und nach Akali. Denn Garten-Gear ist die Vorstufe. Bitte habt komplett Garten an. Oder halt noch besser, um dann in die nächste Instanz reinzugehen. Denn ihr bekommt aus Garten bekommt ihr das uralte Gear. Aus Narakadi und Holy Tower dann das legendäre. Und aus Prometheus Werkstatt und Makana der Verbitterung, ich glaube so das heißt im Deutschen, kriegt ihr dann das ultimative. Und bitte geht auch nur in die nächst höhere Instanz, wenn ihr das Instanz, halt das eine schon komplett habt. Und da ist meine Einschätzung, weil ich jetzt schon diverse Male nach Akali auch mit Kerika war, nicht so viel Leben hatte. Für nach Akali ist eigentlich, abgesehen davon, dass man ein bisschen sich bewegen kann, vor allem der TP-Stand wichtig. Der hier kann auch unter anderem dieses Bündel mit uralten Steinen drin haben. Der TP-Stand ist unglaublich wichtig in nach Akali. Wenn ihr nicht über rund 36k gebufft kommt, ne, also mit Baden-Buff oder Kantor-Buff, je nachdem, was ihr dabei habt, dann werdet ihr bei einem Skill sterben. Ja. Zusätzlich, man kann natürlich noch mit einem Templer, der dann den Schaden reduziert, ein bisschen da arbeiten, aber dann wird es wirklich stressig. Und wir hatten einmal so einen Stress dabei. Slow. Deswegen bringt es nichts, hier durchzulaufen, weil man halt eh gestaut wird. Hast du noch was vor? Das frage ich mich jetzt echt, ne? Ich beide geaddet? Nein. Da müsst ihr, wenn ihr hier durchlauft, müsst ihr... Na toll. Ich muss den Mob machen, weil ich jetzt den Root abkriege und ihr müsst darauf achten. Du eilst so durch. Kein Cash, Dude, kein gar nichts. Also bitte Leute, macht das nicht. Holt euch den Cash-Loot. Ihr benötigt China. Na? Die 5 Minuten mehr Zeit. Na, das sind noch nicht mal 5 Minuten. Das sind 2 maximal. Ja, doch, so, und hier entweder halt schon während ihr euch im Windstream befindet oder dann letztendlich am Ende. Hallo? Ich hatte gerade ganz schön viele Elemente um mich rum. Habt ihr dann die letzte Möglichkeit für eine Schuko-Meldung? Aber nö, wir haben keinen Schuko in diesem Fall. Einen Schuko würdet ihr dann töten? Ganz normal. Okay, ja gut, wenn er wirklich eilen muss, dann muss er eilen. Den Schuko müsst ihr dann töten. Und dann looten. Es kann aber nur ein einziger den kriegen. Wenn es der Untrainierte ist und die anderen in der Gruppe haben eh schon den Skill vom Untrainierten, dann, Leute, nimmt doch einfach jemanden mit. Es gehen momentan die Leute sehr gerne solo, weil sie nun mal den Skill vom Untrainierten unbedingt selber haben wollen. Aber der Untrainierte gibt nur einen. Ja? Das heißt, seid so sozial, wenn ihr den Skill schon habt, nimmt einfach Leute mit. Wenn man nämlich nur Gartengear, nur Kampagear trägt, ist es wirklich sehr, sehr schwer, den Endboss zu machen. Also, ich weiß noch, wo ich 78 war und hier das erstmal drin war. Das war eine Qual. Absolut, weil ich die Waffe noch nicht hatte, die ich jetzt habe. Jetzt mit meiner legendären aufgewerteten Waffe ist ja easy peasy. Aber davor war es wirklich stressig. Und er ermöglicht damit dem anderen Spieler, dass er sich seinen Garten hier ranfarmt, dass er die Möglichkeit dann hat, Holy Tower zu gehen. Holy Tower bitte vor nach Akali gehen, meines Erachtens. Mit einem Holy Tower Gear Teil. Geht nach Akali um weites einfacher. Wir können hier reingehen. Jetzt ist wichtig, wir haben 2 Stangen. Die sind genauso wie die Stangen vorher.
Was wir machen ist, wir hauen erstmal eine Stange so auf 25 ein bisschen unter und dann hauen wir die zweite Stange auf 25 ein bisschen unter. Ja, die machen noch den Feuerskill und den Feuerauflösungsskill, aber mal ehrlich, das ist komplett egal. Die sterben so schnell dahin, ihr seht es ja. Und ich habe noch nicht mal Vision gezogen. Siehst du, Feuerskill machen sie noch, geschweige denn irgendein Bonbon drinne, noch irgendwas. So, jetzt lassen wir den weiter. Gehen auf den anderen drüber. Ich bleibe jetzt in dem Fall sogar im Feuer stehen, damit ihr sehen könnt, dass es nicht Schaden macht. Es ist halt minimalistisch. Das Einzige, was keinen Schaden macht, ist die Bombe, die sich auf mir auflöst. Da war ein kleiner Bob. So, wichtig ist, es sind keine 15 Sekunden mehr, die zwischen denen liegen, sondern weniger. Das heißt, tötet sie wirklich sehr, sehr schnell nacheinander. Und dann könnt ihr nach der ersten Phase schon die Flügel öffnen. So einfach ist es. Der stirbt, Michi. Wenn er nicht die Flügel aufmacht, ist er tot. Ihr müsst dann die Flügel aufmachen, fliegt aber... der hat geschrieben, einen Moment. Ihr dürft nicht zu hoch fliegen, weil ihr gleich die Flügel geschossen kriegt. Ne, das ist widerlich. Und dann haben wir da drinne manchmal zusätzlich noch, das ist vom Event, das ist nicht so wichtig, manchmal zusätzlich noch die Möglichkeit, dass da drinne ein Miol, ein Minion drinne ist, ein Minion-Vertrag, der handelbar ist. Da habt ihr, Abitcha kann drinne sein. Es können verschiedene drin sein, machen wir es kurz. Ihr kriegt die Reward-Kiste, da kriegt ihr zwei verschiedene Sachen raus. Was ich jetzt meistens hatte, ist meistens einmal Rüstung, einmal Schmuck. Das, was ihr hier rausbekommt, ist besser als Kampa. Schlechter als alles andere, ist natürlich klar. Wichtig ist, wenn ihr das bekommt, dass ihr es auf die passenden Werte würfelt. Ich persönlich war jetzt faul, das hoch zu plussen, das lohnt sich nicht wirklich. Ich habe jetzt rechts mehr TP, mehr Physisch Defense, aber dafür habe ich links mehr Crit Spell. Gut, das Ausweichen ist jetzt scheiße, dass ich das drauf habe, aber gut. Das ist nichts. Ihr könnt dann, macht das andere schon mal auf, ab uralt könnt ihr Gear dissen. Das bedeutet, ihr könnt es disenchanten, ne? Das ist ja klar. Aber wenn ihr hier auf Boost Modify geht, könnt ihr hier vorne da auf Extract gehen. Dann kostet ein bisschen China. Und wenn ihr das macht, ich habe gerade keine Lust auf den Run, wenn ihr das macht, bekommt ihr dann hier diese Sot-Steine. In dem Fall 20 Stück. Alternativ könnt ihr natürlich auch das aktuell noch im Inventar, weil es im Inventar noch mehr China gibt. Ich muss mal eben kurz vergleichen. Kritzbär habe ich auf den einen, damit ist er für mich besser. Verkaufen für China. Dann seid ihr auch durch die Instanz durch. Ihr könnt hier ganz normal rausporten oder die Instanz über... alle anderen Wege verlassen, die es sonst gibt. Meine Empfehlung, bitte geht auch den täglichen Entry-Garten serverweit, also übergreifend. Das ist nämlich, eigentlich könnte man da nur durch ein Internetcafé rein. Weil wir aber serverübergreifend Instanzen laufen können, könnt ihr auch in Narakadi Bonus, Narakadi Bonus, natürlich, in die Bonusinstanz hiervon reingehen. So, das war's auch schon. Ihr seht, Garten war nicht schwer, war nicht lange. Wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Shugo und damit auch einen ersten von den Instanzen basierten Devanion-Skill. Ich wünsche euch viel Erfolg. Farmt euch das Garten, geht zusammen. Zieht es so auf die Waffe, durchaus plus 5. Wenn ihr wollt, auch auf plus 10. Und dann könnt ihr locker Holy Tower laufen. Wenn eure Gruppe besser gegiert ist, könnt ihr auch schon vorher Holy Tower laufen. Das gleicht sich relativ gut an. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Hier ist jetzt das Video für Mirage verlinkt und bis dann.